Cheers, mein Name ist Pynex und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Darktide. Lang ist's her, ich hatte jetzt Urlaub, aber wir starten heute mal in eine gemütliche Runde. Würde ich sagen, let's go! So, dann wollen wir mal, auf geht's! Mal gucken, ob wir noch wissen, wie das hier geht. Was habe ich hier eigentlich für eine Knifte? Habe ich gar nicht geguckt am Anfang. Wenn man so eine Woche, anderthalb Pause macht hier in dem Game, weiß man auch einfach gar nichts mehr. Okay, wir haben zwei Leute und einen Bot haben wir dabei. Okay, ich habe eine Gesalvenwaffe auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie wir damit klarkommen hier. Okay. Nachladen. Lad doch nach, die Knifte. Spielen wir da auf Boshaft, das ist Stufe 3. So was ich gelesen habe, sollte man Stufe 4 ab Level 25 ungefähr spielen. Dementsprechend werden wir uns das dann mal auf dem Level angucken. Und wenn ich natürlich auch ein bisschen mehr wieder drin bin. Also auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein bisschen Reinfind-Runde hier. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich noch einen neuen Charakter starte. Aber eigentlich habe ich Bock, einen Char nach dem anderen zu spielen. Haben wir den getriggert schon? Können wir den irgendwie skippen, Leute? Ich will den ungern bekämpfen, tatsächlich. Okay, kommen wir an dem vorbei? Wir müssen doch nach unten, oder? Oh. Hier noch irgendwas. Ja, ein... Okay, ich bin dran vorbeigeschlichen. Einmal Stealth Mission hier geworden. Haben's alle geschafft, ja. Du bist sehr chillig hier. Für Stufe 3. Healen muss ich mich noch gar nicht. Aber bisher ist auch noch nicht viel passiert. Ist nix. Ambush von wo? Einfach mal reinhalten hier, ohne zielen. Oh, hab dich, Junge. Okay, kein Special Gegner gerade in der Nähe. Okay. Aber ich will auf jeden Fall nach und nach alle Steam Achievements, denke ich, in dem Spiel. Das ist auf jeden Fall eins der Spiele, die ich auf 100% spielen will. Außerdem, vielleicht für die, die es interessiert, bin ich im Moment am Remnant spielen. Das versuche ich auch auf 100% zu spielen. So wie es geht. Vielleicht kommen da auch nochmal ein paar Videos hier, aber auf dem ersten Playthrough bin ich im Moment noch praktisch im Stream unterwegs. Von daher haben wir das auch noch auf der Agenda für 100%. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das versuchen wir hier in Videoform immer ein bisschen festzuhalten und dann auch in irgendeiner Form die 100% irgendwann zu erreichen. So, der Plan. Das heißt, wir müssen sowieso alle Klassen spielen. Ich nähe noch Crafting Material. Oh, da war ein Loch. Das war knapp. Da habe ich die Muni. Danke. Okay,
Bin auch gespannt, was für coole Waffen irgendwann kommen. Okay, hier geht's weiter. Gut, gut. Bisher ist ja sehr, sehr entspannt die Mission, ne? Den haben wir. Haben wir auch. Ein Sniper sehen wir. Warum ist es momentan so entspannt? Für Boss auf 3 ist das hier sehr entspannt. Oh, das wollte ich gar nicht. War die räudigste Granate, die ich je geworfen habe in irgendeinem Spiel, glaube ich. Und die war live dabei. Greift auf die Planung zu. Ich weiß noch, hier ist ein bisschen stressig auf jeden Fall. Nahkampf ist hier, glaube ich, gar nicht so schlecht. Granate direkt unter die Leiter. Blocken muss man auf jeden Fall lernen. Blocken kann einem so den Arsch retten. Okay. Immer noch relativ entspannt hier. Oh, Shotgunners. Bei Shotgun-Menschen gerade vor meinem Gesicht gehabt. Und. Und habe ich auch. Zeit für einen Nahkampf. Oh. Sterbt, ihr räudigen Hunde. Ah. Einer ist down. Ging immer noch bisher, ne? Von innen kommt was, oder? Easy. Großes Medic Pack nehmen. Ammo Pack war das. Ihr könnt mich ja einfach mal wissen lassen, auf welche Klasse ihr als zweites Bock hättet, die ich zocke. Dann kann ich auch erstmal so ein bisschen noch mixen, ne, von den Klassen her. Medkit nehmen wir mit. Ich meine, das Salvengewehr ist ganz nice. Definitiv, aber... Manchmal, wenn so Massen kommen, ist das ein bisschen schwierig. Ey, bleib stehen und stirb. Oh. Das war ein Berserker.
Gerade fühlt sich das echt wie ein Spaziergang an und dann irgendwann wird man einfach weggeholt. Von sowas dicken zum Beispiel. Da habe ich unnötig gerade Schaden bekommen. Aber hier ist ein... Hier ist ein Heal-Punkt, oder? Nee, das ist einfach nur so ein Totem. Aber das wäre was zum Heilen. Hallo? Easy. Bleibe bei meinen Mates. Na, hier sind diese... Ah, Medical Station. Würde ich sogar nehmen. Würde ich nehmen. Einmal Vision für meine Leute. Was haben wir hier? Doppel mal die ganzen... Baumaterialien ein. Sniper, oder? Nee. Von hinten. Und du bist ein Freund. Oh. Von wo? Von vorne. Granate. Wow. Plötzlich sind sie überall. So I will take my trusty axe and kill them. With my ex. Easy. Von innen kommt ein Muri. So, den haben wir auch. Und ab. Da passiert. Zug entgleist. Nice. Also nicht so nice für die Insassen, aber es sieht gut aus. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Cool aus. Man entdeckt auch immer neue Sachen auf den Maps, ne? Also, momentan ist... irgendwie wie ein Cakewalk, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß noch, wie schwer wir uns getan haben am Anfang mit den Dreier-Missionen. Auf einmal geht man hier so ein bisschen durch, schießt ein bisschen und tötet ein bisschen was. Ich meine, das ist ein guter Einstieg für mich nach so einer längeren Pause, aber naja, ich will ja jetzt auch wieder ein bisschen dranbleiben hier, ne? Oh mein Gott, how are you? I'm fine, thanks. Tschüss. Oh, Flamethrower, dude. Hab ich. Atreus, wie wär's, wenn du aus dem Feuer gehen willst? Oder hast du irgendeinen Perk, dass du keinen Schaden durch Feuer kriegst? Und, oder? Von... Very good. Da oben stehen welche auf dem Balkon. War die gut? Bin auf jeden Fall ein Granatengott.
down! Okay. Very entspannt hier. Mal da reingucken. So einer von den solchen Zügen, ne, die so befallen waren. Von hinten oder wo? Da. So, dann kann ich durch den Zaun schießen. Mittlerweile habe ich auch schon das Spacing ein bisschen besser drauf als Scharfschütze, dass ich weiß, wo ich mich aufhalten muss und so. Sollen wir in den Aufzug rein? Ja. Hast du einen Plasmawerfer? Ja, hast du. Haare hochfliegen von hier. Oha, hier war der Boss, ne? Haben wir den überhaupt schon mal jemals geschafft? Captain Ulf Tockrill. Okay. Easy. Ich gerade um den Boss da hin. Ja, der ist tot. War es das schon? Denn macht kaum Schaden, das Gewehr an dem Boss Range Weapons. Gut zu wissen. Okay. Keinmal gestorben. Nice. Kriegen wir Level Up auf 21? Yes. Easy. Monies und eine Schaufel als Nackerwaffe. Nice.